Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Windbreaker und Randomizer. Und ihr seht schon, wir befinden uns direkt noch beim Free Eye Reap, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich weiß gar nicht, hatten wir zum Schluss noch irgendwas Wichtiges bekommen? Ich glaube nicht, es war eher eine Treasure Chart oder irgendwie wieder ein Rubin, den wir nicht wirklich bekommen haben, da wir ja sowieso schon seit geraumer Zeit eine volle Rubintasche haben. Und ich würde sagen, für heute begeben wir uns direkt nach Rockspire Isle rüber. Das ist gar nicht so weit weg. Und da machen wir gleich zwei Sachen. Einmal schauen wir uns den Premium Terry noch an, den ich in einem vorherigen Part vergessen hatte. Und dann ja, holen wir uns noch die restlichen Bombenspots ab, die wir jetzt mit den richtigen Bomben machen können, mit den regulären Bomben. Zum Beispiel bei Dragon Roost gab es ja noch eine Höhle, da wollte ich schon vorher hin, da habe ich das mit den Donnerblumen schon ausprobiert, ob man da vielleicht ein bisschen rumtricksen kann, aber nein, da brauchen wir die regulären Bomben für. Und ja, ihr seht schon, wir haben sehr, sehr viele Sachen, die wir mit den Bomben machen können, gerade auch im letzten Part, da haben wir uns ja schon um die ganzen Plattformen gekümmert und ja, das zieht sich natürlich, weil man da sehr viel rumsegeln muss über die komplette See. Aber es gibt auch so echt viel, was man mit den Bomben machen kann. Sag mal, Terry, kannst du bitte mal stehen bleiben und das Boot nicht noch halb wegschieben? Was soll das denn? So, schauen wir uns an, was der zu bieten hat. Einmal gibt er uns einen silbernen Rubin für 500 Rubine. Das ist my last one. Der sollte 200 Rubine wert sein und der verkauft den hier für 500. Ja, dankeschön. Dann haben wir eine leere Flasche für 950 Rubine. Und versteht mich nicht falsch, eine Flasche ist ein praktisches Item in einem Zelda-Game, auf jeden Fall. Aber erstens können wir es eh nicht holen, da brauchen wir die größere Tasche für die Rubine. Und zweitens sehe ich keinen wirklichen Grund dafür. Die Trading Quest können wir auch mit einer Flasche absolvieren, das heißt, da brauchen wir nicht zwingend eine zweite für die ganzen Crocs und so. Ja, ansonsten wäre es vielleicht nice für noch ein bisschen Heal oder eine Fee, aber unbedingt brauchen wir es nicht. Und dann haben wir noch den No to Mom für 900 Rubine. Der eröffnet uns noch eine Quest. Ich glaube, wenn man den in den Briefkasten bringt. Ja, aber auch das sollte nicht unglaublich wichtig sein. Es sei denn, in diesem einen Spot bei der Sidequest verbirgt sich eins der letzten Items, die wir brauchen. Aber ich denke mal nicht. Ich gehe davon nicht aus. Kommen wir zum eigentlichen Grund, warum wir uns zu der Insel hier begeben haben. Ihr seht schon, wir waren hier in dem Spielstand noch nie. Ich habe mir das die ganze Zeit noch aufgehoben, denn hier hatte ich noch sehr gut im Kopf, dass wir sowieso das TNT brauchen. Ja, die Frage ist, ob man das jetzt wieder alles timen musste. Ich glaube schon. Als ob! Was? Als ob das den Stein nicht mehr mitgetroffen hat, aber mich. Oh, ist ja egal, wenn ich mich selber hitte. Ich habe auch zwischen den Parts mal gesehen, und das möchte ich jetzt mal kurz einmal festhalten, wir haben 19 Treasure Charts. Ich weiß nicht, ob da die ganzen Triforce Charts mit reinzählen oder... Ja, okay, da zählen scheinbar alle Charts mit rein. Aber das heißt, wir haben 20 Spots gefunden in dem Game, die überhaupt nichts gebracht haben. Kein bisschen zum Progress beigetragen haben. Und dazu kommt noch, dass wir mittlerweile bei, ich glaube, 9 Herzen sind wir jetzt. Ja. Das heißt, 3 haben wir gestartet, 6 mal 4. Das heißt, wir haben noch 6 mal 4 mal 24 mal durch die Herzteile unnötige Spots gefunden. Okay. Wie soll ich das am besten machen? Es fängt auch noch an zu regnen. Bitte mach mein TNT nicht aus. Als ob ich mich noch selbst mittreffe. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich habe mir das Timing natürlich letztes Mal mit den Bomben angewöhnt und ich sag mal, im Endeffekt ist das Timing das gleiche. Ich bin da aber eher aufs Optische gegangen und bei dem TNT erkennt man das nicht ganz so gut wie bei den originalen Wind Waker Bomben, allein schon, weil die sich farblich komplett verändern im Laufe der Animation. Im TNT ist das nicht so ganz der Fall. Aber hat trotzdem alles funktioniert. Hier noch einmal rüberspringen und dann kommen wir da hinten in eine kleine Höhle. Was steht hier noch auf dem Schild? To reach Western Fairy Isle, head west from here. Ja, dankeschön. Das interessiert uns aber eher weniger. Da haben wir das letzte Mal schon alles abgeholt, was wir noch abholen konnten. Stattdessen bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr so genau. Müssen wir einfach nur zwei Fackeln anzünden und das war's schon? Ich meine, wir könnten uns jetzt auch die Feuerpfeile zunutze machen, aber... Ich lauf mal. Oh, okay. Dann hole ich mal den Hammer raus. So.
Genau, und wenn man so seitlich schlägt, das meint ihr auch schon das letzte Mal auf Präludien, da kann man theoretisch einige Fledermäuse mehr besiegen. Ja, das waren, glaube ich, jetzt 4 Stück auf einmal oder sowas zum Schluss. Hier haben wir noch ordentlich TNT, der wird wichtig für später, wenn wir die ganzen Reefs noch machen wollen. Ansonsten ein paar Rubine, die sind so unwichtig wie eh und je. Ja, okay, wie viele sind das denn hier? Dann hole ich doch mal Pfeil und Bogen raus, ehrlich gesagt. Vor allem haben wir noch 60 Pfeile übrig, die sollten auch mit normalen Pfeilen One-Shot sein, genau. Das sind ja nur die Standard-Fledermäuse. Am besten wäre es, wenn sie hintereinander fliegen, dann kann ich nämlich eine Kollateral machen und mehr auf einmal treffen. Ansonsten schieße ich die hier alle so nach und nach weg. Zack, zack, zack. Du kriegst auch noch einen Pfeil, du auch noch und du bist der Letzte, richtig? Nein, immer noch nicht? Hallo? Elfen fange ich noch an hier. Was ist das jetzt? Was ein weirder Raum. Okay, ich habe mit einem schwierigen Raum gerechnet, aber auf einmal sind die einzigen Gegner, die sie uns hier entgegenwerfen, Fledermäuse. Naja, in Ordnung. Dafür kriegen wir ein Herzteil. Also mal wieder ein verschwendeter Spot. Ansonsten dürfte hier auch nichts mehr Wichtiges drin sein. Die Fledermäuse droppen eigentlich überhaupt nichts. Nicht mal sowas wie Joy Pendants oder sowas. Aber den TNT hätte ich da eben noch mitnehmen sollen. Den habe ich erst zu spät gesehen. Ja gut, dann geht's für uns weiter nach Dragon Roost Island. Bei Dragon Roost Island angekommen, haben wir gar keinen so weiten Weg. Eigentlich kommen wir da instant hin. Und zwar lassen wir unser Boot hier stehen, laufen einmal hier rechts lang, drehen uns dann noch einmal nach rechts um, während wir wieder die unglaublich schöne Dragon Roost Musik genießen können. Und dann dürfte es das schon gewesen sein. Genau. Da bekommen wir direkt schon den Zugang zur Secret Cave. Und auch hier weiß ich gar nicht mehr, was uns wirklich erwartet. Könnte... Ah, ja. Das ist der vermutlich letzte Fighting-Raum in dem Game. Der allerletzte, den wir dann vor Ganon noch zu Gesicht bekommen. Beziehungsweise vor den Räumen bei Ganon. Aber da komme ich dann zu, wenn es soweit ist. Ist natürlich sehr interessant. Letztes Mal, als ich in so einem stand, hatten wir noch nahezu keine Ausrüstung, überhaupt nichts. Jetzt haben wir das voll upgradete Master Sword, viel mehr Herzen, Bogen, Pfeil, Bomben, Hammer, Bumerang, Dekublatt, basically alles. Das heißt, das hier wird um einiges leichter, aber vielleicht auch um einiges komplexer. Wieso sind denn hier nochmal 4 Türen? Wie lang geht das Ganze denn hier? Da entzündet sich eine Fackel. Ist das basically egal, wann ich welchen Raum betrete? Ja, ich glaube schon, der Raum wird immer erst geladen, wenn man da reingeht, ne? Deswegen ist hier auch alles ausgeschwärzt, sobald man die Tür betritt. Es hat mich am Anfang schon gewundert, schon als wir die erste Tür betreten haben, aber so ergibt es dann natürlich Sinn. Für die Gegner hier haue ich natürlich gern mal 2 Feuerpfeile raus. Zack. Und dann war's das. Oder? Immer noch Gegnermusik? Nein. Ich hätte mich auch stark gewundert, wenn jetzt hier noch welche gewesen wären. Ach, das stimmt. Mir fällt gerade sogar noch was anderes ein. Wir sind ja mittlerweile praktisch... Naja, ich will nicht übertreiben, aber wir sind schon auf einem göttlichen Stärkelevel mittlerweile den Gegnern gegenüber. Schaut euch mal die kleinen Slimes hier an. Was denkt ihr, halten die davon, wenn ich mal die Lichtpfeile aus dem letzten Part auspacke? Richtig. Nicht viel. Das ist so broken. Also bei den Slimes kommt das jetzt noch nicht richtig rüber, aber lasst mich das gleich mal bei einer Nimbus-Garde oder sowas ausprobieren. Da wirkt das schon ganz anders, wenn man die one-shotten kann mit einem Lichtpfeil. Es gibt übrigens keinen Weg, glaube ich, im normalen Game, die Lichtpfeile vor dem Endfight zu bekommen. Ähnlich wie bei Breath of the Wild. Da bekommt man den Bogen mit den Lichtpfeilen ja auch erst ganz zum Schluss beim Fight gegen Ganon. Sprich, das, was ihr hier seht, würde in einem normalen Spielstand nicht mal funktionieren. Aus gutem Grund natürlich. Boah, noch ein paar Bockblins. Auch die sind jetzt kein großes Problem, vor allem nicht mit dem voll upgradeten Master Sword. Da sind die innerhalb von einer Combo weg. Ist der Fighting-Raum ja jetzt schon fast ein bisschen enttäuschend, wenn man so viele Rüstungsteile hat. Und so viele Items. Als letztes erwartet uns... gar nichts mehr? Nicht mal noch Nimbus-Garden? Ja gut, das ist halt auch die Höhle bei Dragon Roost, ne? Ich weiß nicht, wann man im normalen Game die Bomben bekommt, aber vielleicht haben sie es hier auch noch so etwas Tutorial-mäßig gemacht. Auf jeden Fall finden wir hier
You can now carry more rupees. Now you can hold up to 1000 rupees. Wir finden hier die größte Rubintasche. Oder ist das die größte? 1000 müsste die größte sein, oder? Sehr schön. Dann hätten sich jetzt alle Rubine, die wir zwischendurch vorher schon gefunden haben, gelohnt. Und wir könnten uns jetzt theoretisch auch den No True Mom bei Terry abholen. Das mache ich auf jeden Fall, sobald wir die 1000 Rubine voll haben. Werden wir jetzt hier nebenbei immer ein bisschen mitfarmen. Das scheint es tatsächlich schon gewesen zu sein. Hier sind auch nur noch 3 grüne Rubine. Und hier müsste es dann wieder zu Dragon Roost hochgehen, ne? Ja, Tatsache. Okay, weird. Ich habe das Ganze hier etwas schwerer im Kopf. Aber na gut, ich will mich nicht beschweren. Immerhin haben wir dafür mehr oder weniger gratis die größte Rubintasche bekommen. Dann geht es ohne Umschweife zum... Was hatten wir denn an den Reef schon alles gemacht? Ich glaube, die einzigen, die uns jetzt noch fehlen, sind das 4-Eye, 5-Eye und 6-Eye Reef, ne? Wo befinden die sich denn? Hier haben wir das 6-Eye Reef, direkt neben dem Tower of the Gods. Dann würde ich sagen, fangen wir da direkt an. Und zwar müssen wir jetzt nach links. Und da sehen wir das 6-Eye Reef auch schon direkt vor uns. Das Problem ist nur, dass das ziemlich anstrengend wird. Zum Glück haben wir 92 Bomben einstecken. Ich mein's ehrlich. Das mit den Kanonen hier ist jedes Mal so zeitintensiv und auch ressourcenintensiv. Vorne haben wir da noch einen. Rechts neben uns war auch noch eine Kanone. Aua. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Controller hört nicht auf zu vibrieren. Alles explodiert. Alles geht hoch. Ihr seht das ja auch im Part, wie die Kamera hier komplett am Eskalieren ist. Holy. Ach, da ist auch noch so ein Boot in der Mitte. Ja gut. Ich hoffe, das klärt sich von selbst. Oh nein, da sind zwei Boote in der Mitte. Komm schon, triff ihn doch. Okay, ich sollte mich wirklich nicht mehr über deren Aim lustig machen. Es liegt einfach an Windwaker, dass sie nichts treffen. Nicht mal zwingend an der KI, sondern einfach an dem komischen Zielsystem, was Windwaker hat. Aua. Mit dem es sich auch sehr bescheiden macht, irgendwas präzise zu treffen. Egal, ob es die Boote sind oder die Kanonen hier, die sich nicht mal bewegen. Zack, da war noch ein Geschütz. Genau, hier vorne ist noch eins. So. Nein! Wieso steigst du nur aus dem Boot aus, Steve? Das wollte ich gar nicht. Stattdessen müssen wir uns nur den letzten hier noch holen, das letzte Boot. Ich fahre einfach ganz nah an den ran und dann spam ich. Das Übliche. Oh. Das hat nicht so gut funktioniert. Komm schon. Oh mein Gott, ist das nervig. Nein, ich will nicht mit dem Boot sprechen. Steig einfach nur aufs Boot. Hol die Kanone raus und triff ihn noch einmal, bitte. Auch schön, ich war invincible. Ach so, ach so. Ich treffe mich selbst mit einer Bombe, wenn ich aus der Entfernung auf ihn schieße, aber er sich selbst nicht, oder was? Aus derselben Entfernung, schon klar. Ein großer Fan der Reefs, guys. Das allein hat jetzt knapp 20 Bomben gefressen. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt keine 99 Bomben dabei, sondern nur die 30 vom Anfang. Dann hätte ich einfach hiernach schon wieder Bomben farmen müssen gehen. So, lasst mich kurz schauen, wie wir hier wieder über das Sediment rennen müssen, um zum besten Punkt zu gelangen. Oh mein Gott, war das knapp. Chill mal da hinten. Ich habe extra kein Beef mit dir angefangen. Kommen wir denn da von hier schon rüber? Von hier vorne schon? Ja, das sieht gut aus. Der Wind dürfte sogar auch richtig eingestellt sein, kann das sein? Er ist nicht perfekt eingestellt, aber wir probieren das Ganze einfach mal so. Easy. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und dafür gibt es folgendes Item. Eine Treasure Charge. Okay. Dann hat sich das zumindest schon mal damit erledigt, dass das mit den 3 Spots und den 3 Items genau aufgeht. Alright. Dann schauen wir uns als nächstes an, wo wir das 5-Eye Reef finden. Und ob ich mich da vielleicht direkt hinporten kann. Oh nein, wie er da um die Ecke schwimmt. Oh Gott, schnell weg hier. So, hier kann ich in Ruhe schauen. 6-Eye, 3-Eye, 5-Eye. Das 5-Eye Reef ist direkt über Präludien. Ist es das davon direkt? Ja, oder? Nee, das hier ist das Cyclops Reef, wo wir gerade hin wollen. Das haben wir schon erledigt.
Dann müssten wir so ungefähr noch ein bisschen geradeaus. Da haben wir Präludien und hier rechts irgendwo müsste es sein, ne? Oder? Genau, da hinten ist Präludien und das hier ist das Five-Eye Reef. Dann packe ich schon mal wieder die Bomben aus. Oh nein! Unser Hai ist wieder da, na? Hi! Ich werde ihn jetzt trotzdem mal ignorieren. Damit wir uns in Ruhe den nächsten Spot vornehmen können. Aber war schön, dass er mal wieder Hallo gesagt hat. Wo ist denn hier der Eingang? Hier vorne. Okay, wir haben da direkt zwei. Oh Gott, nein. Die Kanonen sind hier alle so in Doppelpacks angeordnet, okay? Ja, wäre schön, wenn ich auch was treffen würde. Kann ich die beide gleichzeitig hitten? Bestimmt, gerade die, die da so direkt übereinander sitzen. Ja, das klappt okay. Kann man sich zumindest damit immer eine Bombe sparen, indem man beide auf einmal trifft. Oh nein, die treffen mich so sehr. Oder auch nicht. Das ist so weird. Manchmal treffen die einen instant, wenn man ganz kurz vor denen stehen bleibt. Und manchmal kann man in Ruhe aimen, wie man möchte, und die treffen eh nicht. Ich bin sehr verwirrt von dem ganzen Zeug hier, was irgendwie mit Aim zu tun hat. Okay, die beiden sind auch weg. Und das war's schon. Das ging schneller als gedacht. Okay. Da oben ist auch noch irgendwas explodiert. Wo schießt ihr denn immer hin? Beziehungsweise, was hat noch geschossen? Weil hier ist ja auch kein Boot am Eingang. Von diesen Kampfbooten. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich werde einfach bei dem simplen Begriff Boote bleiben. So, hier haben wir schon mal einen relativ hohen Punkt, von dem wir ausspringen könnten. Kommt das hin? Ich weiß leider nicht. Der Wind ist komplett nach da eingestellt. Ah doch, das dürfte passen. Aber den Wind muss ich vorher nochmal umstellen. So ungefähr in die Richtung. Dann rüste ich das Dekoblatt wieder aus. Und los geht's. Ja, hätte man bestimmt ein bisschen besser machen können, aber. Na, wobei, nee, das war nicht mal knapp. Hier finden wir einen Joypendant. Wieso gibt es so viele Spots mit so sinnlosen Sachen? Also ich meine, Treasure Chart ist sinnlos. Versteht mich nicht falsch. Das ist komplett sinnlos, die zu finden. Aber ein Joypendant, das ist halt. Warum sollte das in erster Linie überhaupt in der Truhe sein? Bei der Treasure Chart macht es wenigstens noch Sinn, dass es in der Truhe ist, weil es mit einem Schatz wie Rubin oder Reichtum zu tun hat oder was weiß ich. Aber ein Joypendant? Wozu? Okay. Dann kommen wir zum letzten Reef. Das ist das Four-Eye Reef. Und das befindet sich. Hier haben wir True-Eye. Irgendwo oben rechts ist das Four-Eye, oder? Ah nein, das Four-Eye Reef ist direkt bei der verwunschenen Bastion. Und da Kat sich eh schon viel zu lange wünscht, dass wir die verwunschene Bastion mal betreten, gehen wir da noch hin, sobald wir das letzte Reef geklärt haben. Denn mittlerweile sollten wir die betreten können. Wir haben auch schon das geupgradete Master Sword, wir haben die Bomben. Doch, mittlerweile sollten wir auch in der verwunschenen Bastion zurechtkommen. Das ist übrigens dann die Version dieser Insel. Ich nenne sie mal Insel, auch wenn es eher so eine Art Festung ist von Ganon. In der wir schon gegen Phantom-Ganon kämpfen können. Also die erste verwunschene Bastion, in der man in Wind Waker landet, sag ich mal, nachdem man von den Piraten am Anfang weggeschossen wird in dem Fass. Die gibt es in dem Randomizer in der Form gar nicht. Die wird sozusagen mehr oder weniger geskippt, da man in dem Randomizer an einem Storypunkt ist, der so im Spiel gar nicht existieren könnte oder würde. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Vertraut mir, ihr versteht's, wenn wir da sind. So, das Boot noch. Na gut, das treffe ich hier eh nicht mehr. Dann gehe ich lieber auf die Geschütze. Da eins. Da eins. Schön gedodged durch die Wellen. Dann ist nur noch ein Geschütz übrig, aber das Boot kommt auch direkt wieder hierher. Ah gut, dann kann ich ihn direkt. Ach!
wollte gerade sagen, dann kann ich ihn direkt einmal treffen, aber wenn er einfach so nah an mich ranfährt, dass ich mich jedes Mal mit selbst treffe, kann ich da auch nicht viel machen. So, da das letzte Geschütz, ne? Etwas höher, etwas höher, etwas höher. Komm, triff. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Man kann ja gar nicht genau aimen, da die Wellen die ganze Zeit komplett random sind. Gefühlt finde ich im Laufe des Parts immer mehr Punkte, warum ich mich über die Reefs aufregen könnte. Dabei war das am Anfang mal eins meiner Lieblingsfeatures aus dem Game. Gerade auch im HD-Teil hat mir das super gefallen. Ich weiß nicht, ob es im HD-Teil noch einige Quality-of-Life-Changes gab. Wie gesagt, es gab ja zumindest kein Fadenkreuz. Aber dazu muss man sagen, dass der HD-Teil auch generell angenehmer war, weil man durch die ganzen Items viel schneller durchswitchen konnte. Das macht sich bei den Reefs schon bemerkbar, wie träge das System eigentlich ist. Ich meine, ich muss jetzt hier den Wind einstellen mit dem Wind Waker, dem namensgebenden. Dann muss ich danach nochmal extra das Dekoblatt ausrüsten, dann muss ich mit dem Dekoblatt rüberfliegen, dann wenn ich darüber geflogen bin und mir alles abgeholt habe. Ist das überhaupt von hier aus? Das wird sehr knapp. Dann muss ich danach wieder die Bomben ausrüsten und das Segel, wenn ich wieder weg möchte. Ist schon alles ein bisschen umständlich. Und tatsächlich kommt man von hier drüben aus nicht rüber? So, einmal auf der komplett anderen Seite angekommen und den Wind nochmal umgestellt, dürfte es nun endlich funktionieren, darüber zu kommen. Yeah. Ja, das war definitiv der geplante Weg. Und hier haben wir noch ein Herzteil. Das heißt, wieder ein sinnlos Item. Ernsthaft? Das muss doch wirklich nicht sein. Okay, na gut. Lassen wir die Reefs hinter uns. Ich habe mich jetzt lang genug damit wieder auseinandergesetzt und wir begeben uns direkt wieder zur verwunschenen Bastion, die sich davon befindet. Alright. Beeilen wir uns ein bisschen und rüsten die Bomben wieder aus. Denn dieses Tor, dieses hölzerne Tor da, werden wir jetzt einreißen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Zack, zack, zack. Oh, what? Wir hätten hier schon früher hingekonnt, man hätte sich die Kanonen zunutze machen können von der verwunschenen Bastion selbst? Gut, das merke ich mir für den nächsten Run. Ich meine, es ist natürlich trotzdem nur RNG, ob die das Tor treffen oder nicht, aber what, das geht? Okay, nichtsdestotrotz, jetzt wird es nochmal ein bisschen ernst zum Schluss des Parts, denn wir werden uns Phantomgarnung vornehmen. Hallöchen! Na du? Ich weiß noch, das letzte Mal sind wir hier direkt hingerannt, weil wir als erstes die Bomben gefunden hatten, ohne überhaupt das Master Sword zu besitzen. Und ohne das Master Sword macht sich der ganze Kampf hier ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob man seine Energiekugel in dem Teil mit einer Flasche zurückschlagen kann, ähnlich wie in Ocarina of Time. Oh nein! Aber jetzt mit dem fully upgraded Master Sword dürfte das ziemlich gut funktionieren. Die erste Runde hat schon mal ohne Probleme geklappt. Oh, ich darf aber nicht zu nah an ihm ranstehen, ansonsten habe ich viel zu wenig Zeit zu reagieren. Ja, so ist es deutlich angenehmer. Zack. 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 Und damit habe ich ihn. So. Runde 2 geschafft und dann, wenn ich es jetzt... Oh, er geht jetzt in den Close Combat. Huh? Was ein Trottel. In Close Combat bin ich ihm doch noch mehr überlegen als im Kampf mit der Magie. Tja, und da haben wir unseren ersten Blick auf den Endgegner des Spiels bekommen. Auch wenn dieser Phantom-Ganon hier erst eher an dem Ganon... Oh nein, jetzt kommen ja auch noch die Mäuse. Obwohl dieser Ganon hier eher an dem Ganon von OOT angelehnt war und der Windbaker-Ganon, beziehungsweise Ganondorf, später ein sehr eigener Fight wird. Also wir machen da nicht so viel mit Magie hin und her schleudern, sondern wir kämpfen eher... wie soll ich sagen? Eigentlich kämpft man in dem Kampf etappenweise sehr unterschiedlich. Aber das versteht ihr dann alles, wenn wir da hinkommen. Jetzt hole ich mir erstmal die Truhe.
Never! Wir bekommen den Puffy dafür, dass wir Phantomganon besiegen? Ich meine, es ist ein Randomizer, aber das Spiel ist teilweise echt lächerlich, was man an welchen Spots bekommt. Wir haben solche broken Items an komplett losten Orten gefunden. Wir haben das finale Master Sword an der Stelle gefunden, wo wir mit einem Schwein ein bisschen Erde aufbuddeln lassen. Und hier finden wir einen Puffy? Ich weiß gar nicht, ob es hier noch weitere Progressive Items gibt. Ich glaube, der mit Phantomganon ist der einzige. Die anderen Spots hier dürften auch nur Rubine und so sein. Ich überlege gerade noch. Ja, ansonsten gibt es nur noch die Truhe, die man da holen kann, wenn man aus der Gefängniszelle rauskriegt, in die man im originalen Teil geworfen wird. Aber ansonsten, nee, das dürfte ja alles nicht wichtig sein. Gut, dann ziehen wir uns erstmal wieder zurück, nachdem wir hier den Zwischenboss besiegt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir hoffentlich eins der letzten drei Items finden. Dass wir heute so viel Pech hatten, war schon wieder echt bodenlos. Aber na gut. Das ist wahrscheinlich meine Strafe dafür, dass ich das eine Mal in den Log geschaut hatte. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich die letzten paar Items finden. Ciao!